zurück auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Linux Mint LMDE und dem GNOME Desktop. Beim letzten Mal waren wir der Einstellung der Hintergrundbilder, habt ihr gerade gesehen, es hat gewechselt. Alle 3 Minuten macht er das jetzt. Ich möchte hier aber noch einiges mehr einstellen. Denn wackelige Fenster, nur wenn ich sie mit der Maus nehme und bewege. Nein, ich möchte da wirklich jetzt einiges noch zupacken. Und zwar das Abbrennen der Fenster. Das geht mit Burn My Windows. Das installieren wir mal. Dann habe ich das nächste. Das ist einfach nur, was ja vorhin bei, oder beim letzten Mal bei Cinnamon nicht funktioniert hatte, ist dieser Compiz. Und Compiz haben wir einiges. Haben wir Compiz Lamp, Compiz Windows Effekte, den können wir installieren und den können wir installieren. Dann habe ich ja gesagt, hier oben das Datum, das muss auch noch geändert werden. Das geht mit, ja mit Datum. Date, aber alles in Englisch, ne? Wo haben wir es? Date-Menü. Ja, wer sucht, der findet, ne? Ja, da ist es. Date-Menü-Formatter. Installiert. In die installierte Version rein. Hier auf das Zahnrad. Also ihr seht, es funktioniert schon, ne? Mit den wackeligen Fenstern. Die werde ich aber gleich noch etwas anders einstellen. So. Hier haben wir, hier oben ist die Einstellung, wie das hier oben aussehen soll. Dieses 3E bedeutet nur, dass da jetzt, weil heute ist Samstag, dass da nur SA steht. Mache ich aber ein viertes E dabei, steht da richtig Samstag. Komma mache ich weg und für den Monat möchte ich ganz gerne das Datum davor haben. Also mache ich hier ein D rein. Datum. Das steht aber hier hinter auch nochmal. Das machen wir weg. Und schon sieht das schön aus. Samstag, 1. Juni, 6.34 Uhr. Ihr merkt, ja, die Installation geht bei mir natürlich weiter. Ihr seht die Videos alle ein bisschen später. Soweit, so gut. Das Datum haben wir. Ich gehe wieder hier oben auf Suchen, denn ich möchte meinen ganzen gesamten Bildschirm wie so eine Kugel drehen, wie so eine Erdkugel drehen können. Und das geht mit einfach nur C, U, D, E. Dann wird der das schon anzeigen. Desktop. Cube. Den installiere ich und schließe das hier erst ab. Nee, Moment, ich gehe noch einmal auf installiert. Langsam, weil die Windows-Effekte, da muss ich noch einmal rein. Den Speed-Faktor setze ich immer so auf 30. Dann sind die hier so ein bisschen weicher. Ist aber jedem selbst überlassen. So, das habe ich jetzt soweit eingestellt. Ich brauche jetzt für den virtuellen Desktop möchte ich ganz gerne 4 Stück haben. Es sind jetzt aber nur 2 und da brauche ich die Einstellung für.
Die Einstellung haben wir dann also. Jetzt gehen wir rechte Maustaste, Anzeigeeinstellungen. Hier gehen wir auf, wo haben wir Multitasking. Und hier möchte ich feste Anzahl an Arbeitsflächen haben. 4 Stück an der Zahl. Wir schließen das. Und jetzt, egal wo wir sind mit der Maus, können wir das hier drehen. Von Arbeitsfläche zu Arbeitsfläche. Ja? So sieht's aus. So, und das habe ich dann auch nur auf meinem Hauptmonitor, nicht auf dem zweiten Monitor. Man kann auch diese Leiste kann man auch transparent machen. Das ging, glaube ich, auch hier in dem Erweiterungsmanager. Na, hier tippen wir einfach nur transparent ein. Und dann kriegen wir einiges vorgeschlagen. Und da muss man dann einfach mal gucken, welche denn am besten passt. Also ich nehme eigentlich die transparent Topbar hier. Ich weiß nicht, ob das, auf jeden Fall macht die so ein bisschen durchsichtig. Und das, mir reicht das. Da ist jetzt aber auch hier dann keine Einstellung möglich, nur an und aus oder eben hier entfernen. Ja, aber ist okay. Ich finde es soweit in Ordnung. Alles funktioniert. Ich möchte hier die wackeligen Fenster möglich haben. Wenn ich die nach hier unten verschiebe, also in den Hintergrund schiebe, dann hauen die so ab und kommen auch so wieder. Ist auch eine Einstellungssache. Kann man alles hier in den Erweiterungsmanager einstellen, wie die Fenster verschwinden sollen. Also das sieht dann so aus. Das ist hier in dem Magic Lamp. Ruft man das auf und dann kann man hier Default. Und da gibt es noch einige andere Einstellungen, wo man den. Aber ich lasse das so, wie es ist. Und mir reicht das, weil alle Änderungen oder so weiter ist auch ein bisschen verwirrend dann, finde ich. Das ja, muss aber, wie gesagt, muss jeder selber wissen. Ja, was haben wir denn sonst? Sonst haben wir da eigentlich jetzt erstmal nichts mehr. Jetzt käme es ja nur noch daran, die Sachen einzuinstallieren, was man so braucht. Ich suche jetzt zum Beispiel gerade in Live. Ich möchte den, welche Version ist das? 22.12.13. Gibt es auch nur von lmde. Installieren wir. Nun gut. Soweit, so gut. Das funktioniert. Und hier haben wir jetzt noch KeePass, weil das benutze ich immer. Und zwar XC. Sieht da immer so ein bisschen blöd aus, ne? Wenn man das hier so sieht. Was ist das? Erst einmal anklicken. Sieht aber ganz gut aus. Das ist es. Das brauche ich auch. Das installieren wir jetzt. Weil man kann sich ja heutzutage gar nicht mehr alle Passwörter merken. Das ist gar nicht mehr möglich. Und man sollte möglichst nicht immer ein und das gleiche Passwort nehmen, egal wo man ist, ob man jetzt, was weiß ich, für die E-Mail-Adresse oder für eine Webseite oder Homebanking und was es alles so gibt. Ne? Und ja, wenn man immer das gleiche Passwort hat und es sollte wirklich mal jemand knacken, der hat dann Zugriff auf alles, weil immer das gleiche Passwort eingesetzt wird.
Ja, das ist dann nicht so gut. So, hier habe ich jetzt Keypass. Bevor ich da jetzt irgendetwas mache, gehe ich erst einmal in Werkzeuge, Einstellung rein, weil ich möchte das automatisch starten lassen. Und wenn ich hier das Masterpasswort eingegeben habe, soll das in den Hintergrund verschwinden. So, dann brauche ich aber die Browser-Verknüpfung für Firefox. Dann sage ich okay, ja, jetzt habe ich meine Passwörter schon, und dann sage ich Datenbank öffnen, weil das wird einmal angelegt, und da ist das. Das benutzt man, sagt auswählen, und jetzt fragt er schon nach dem Masterpasswort. Das geben wir dann mal ein. Und dann verschwindet das auch automatisch in den Hintergrund. So weit, so gut. Jetzt geht es nur darum, dass ich KeyPass auch mit Firefox verbindet. Dann sagt man jetzt hier verbinden. Jetzt fragt er einmal nach dem Namen, wie soll er das alles anlegen. Ich sage einfach mal Kalle. Da legt er so ein Verzeichnis an. Ich sage so, und dann ist das ja schon vorhanden. Ich sage überschreiben, und das war's. Und hier ist jetzt KeyPass. Ja, man, wenn man das einmal angelegt hat, kann man dieses Verzeichnis bzw. diese Datei, wo das alles drin gespeichert ist, das ist ja verschlüsselt, an einem gewissen Ort abspeichern. Sich vielleicht auf einen USB-Stick nochmal zu sichern, damit man es immer parat hat, falls doch mal dein System abstürzt. Ja, und das sind solche wichtigen Sachen, die man eigentlich absichern sollte. Dann hat man auch kein Problem. So, dieses hier brauche ich nicht. Das und erste Schritte brauche ich auch nicht. Da wird das Lesezeichen gelöscht. So, jetzt versuche ich mich direkt mit Hilfe von KeyPass bei YouTube wieder anzumelden. Ich sage alles akzeptieren, und dann sage ich anmelden. Und hier gehe ich jetzt einfach drauf, alles was ich da schon habe. Hier ist so ein Typ vom Möhnesee. Und das Passwort, das wird er dann auch sofort finden. Ich sage weiter, ich kriege dann auch meinem Handy Bescheid. Da habt ihr das gehört. Und dann kann ich mich da anmelden. Ruckzuck geht das. Wenn man das alles gut abgespeichert hatte vorher, ja, dann ist es doch ganz gut. Das war's dann erstmal für heute wieder. Und freut euch aufs nächste Video, wenn wir weiter in die Dateien reingehen, was noch zu installieren ist. Es gibt noch weiteres außer KeyPass. Denn ich möchte ja auch meine Spiele auch wieder installieren, das heißt also Bottles. Und dann zeige ich euch, wie ich das eingebunden habe. Schaut euch den schönen Möhnesee an hier. Hier bin ich zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, ciao.